Der Prolog von Ohrid vom 23. Dezember. Gedenken. Die 10 heiligen Märtyrer von Kreta litten für Christus den Herrn während der Verfolgung unter Decius im Jahr 250. Ihre Namen waren Theodulos, Saturnios, Evporos, Gelasios, Evnikian, Jotikos, Pompeius, Agathopos, Vasilides und Evaristos. Sie alle waren angesehene und geehrte Bürger, die Besten unter den Besten. Als sie auf den Hinrichtungsplatz gebracht wurden, berieten sie untereinander, wer als erster von ihnen enthauptet werden sollte. Denn jeder von ihnen wollte der Erste auf dem Weg zum geliebten Christus sein. Dann beteten sie: O Herr, vergib deinen Knechten und empfange unser Blut, das nun vergossen wird als Opfergabe für uns und für unsere Verwandten, unsere Freunde und für alle aus unserem Vaterland, dass alle befreit werden aus der Finsternis der Unwissenheit und dich erkennen, das wahre Licht, o ewiger Gott. Sie wurden enthauptet und gingen in das Reich der Herrlichkeit, in die ewige Freude. Der heilige Niphon, der Wundertäter, wurde in Paphlagonien geboren und in Konstantinopel am Hof eines Heerführers, Sebastios, erzogen. Der junge Niphon geriet in schlechte Gesellschaft, wurde zügellos und gab sich vielen Sünden und Lastern hin. Infolge seiner Sünde konnte er nicht einmal mehr zu Gott beten. Durch das Erbarmen der allheiligen Theotokos wurde er zurückgebracht auf den Pfad in Gerechtigkeit und zum Mönch geweiht. Er hatte zahlreiche Visionen der himmlischen Welt und 4 Jahre lang erduldete er einen schweren Kampf mit einem Dämon, der ihm ständig zuwisperte: Es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott. Doch als ihm der Herr selbst auf einer Ikone lebendig erschien, erhielt er nie von großer Gewalt über böse Geister und wurde von diesen schweren Versuchungen befreit. Er war ein solch großer Seher, dass er Engel und Dämonen in der Umgebung der Menschen so deutlich wie die Menschen selbst sah und erkannte die Gedanken der Menschen. Er sprach oft mit Engeln und stritt mit Dämonen. Er baute eine Kirche der allheiligen Gottesgebären in Konstantinopel, sammelte Mönche und rettete viele Seelen. Alexander, der Erzbischof von Alexandria, weihte ihn nach einer Offenbarung vom Himmel zum Bischof der Stadt Konstantia auf Zypern. Zu jener Zeit war der heilige Niphon schon alt. Er leitete die Kirche Gottes kurze Zeit und nahm seine Wohnstatt in Christi ewigem Reich. Vor seinem Tod besuchte ihn der heilige Athanasius der Große, der damals Erzdiakon der Kirche von Alexandria war. Und nach seinem Tod sah ihn Athanasius im leuchtenden Antlitz, hell wie die Sonne. Der gottgeweihte Nahum, Wundertäter von Ohrid, war ein Schüler des heiligen Method und Kirill und einer der 5 Begleiter, die am eifrigsten mit diesen Apostel der Sklaven arbeiteten. Der heilige Nahum reiste nach Rom, wo er Berühmtheit erlangte für seine wunderwirkende Kraft und seine große Gelehrtheit. Er beherrschte mehrere Sprachen. Nach seiner Rückkehr aus Rom ließ er sich mit seinen Begleitern am Ufer des Sees von Ohrid nieder, wobei ihm König Boris Michael Unterstützung gewährte. Als der heilige Klimon als Bischof in Ohrid wirkte, gründete der heilige Nahum am Südufer des Sees ein Kloster. Das Kloster schmückte auch heute noch jenes Ufer, wie der Name des heiligen Nahum die Geschichte des slawischen Christentums schmückte und Quelle von wundertätiger Kraft und Zuflucht für die Kranken und Unglücklichen im Lauf der Jahrhunderte wurde. Viele Mönche aus dem ganzen Balkan sammelten sich um den heiligen Nahum. Er war ein weiser Lehrer, ein einzigartiger Seelenführer der Mönche, ein strenger Asket, ein wundertätiger Fürbitter und geistiger Vater. Als unermüdlicher Arbeiter mühte er sich der heilige Nahum besonders mit der Übersetzung der Heiligen Schrift und anderer kirchlicher Bücher vom Griechischen ins Slawische. Er wirkte Wunder sowohl während seines Lebens als auch nach seinem Tod. Seine wundertätigen Reliquien erstaunten die Menschen bis zum heutigen Tag mit zahlreichen Wundern, heilen schwere Krankheiten, besonders den Wahnsinn. Nahum entschlief in Frieden in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts und nahm seine Wohnstatt in der Freude des von ihm geliebten Christus ein. Lobeshymne. Der gottgeweihte Nahum, Wundertäter von Ohrid. Der gottgeweihte Nahum, Apostel der Slawen, war gänzlich erleuchtet durch das Licht Christi, unerschütterlich im Geist wie ein fester Fels. Durch die Gnade unterwarf er das Fleisch dem Geist, Fasten und Gebet und Nachtwachen, reinigten seine Seele von üblen Leidenschaften,
und er wurde wie die mächtigen Engel. Gott gewährte ihm himmlische Kräfte. Der Herr unterwarf ihm die Mächte der Natur und auch die boshaften Dämonen und die finsteren Leidenschaften. Er gewann Menschen und Nationen für Christus, heilte Krankheiten durch Worte und Wunder. Er starb, doch er starb nicht. Er ist ein Bewohner der Himmel. Der heilige Naum schaut auch jetzt auf diese Welt. Im Leib und Geist vollbringt er Wunder und verkündet auch jetzt Christus allen Völkern. O heiliger Naum, Stolz der Balkanländer, Gottgefälliger und Freund der Engel, groß ist deine Kraft, von Gott gegeben. O hilf uns allen, dem Herrn zu dienen. Betrachtung: Die Heiligen erhielten, während sie noch im Fleisch waren, große Offenbarungen von Gott und Visionen des Himmels und der Mächte der Unterwelt. Alle Visionen und Offenbarungen, die sie hatten, bestätigen den orthodoxen Glauben in all seinen Lehren. Daher sind die Heiligen eine sehr große Freude für die Gläubigen. Der heilige Niphon sah die Mutter Gottes und den Herrn lebendig in der Herrlichkeit. Er sah, wie die Seelen der Menschen ihre Körper verließen und ihre Schutzengel begegneten. Er sprach in Vision mit Engeln und stritt sich mit Dämonen. Die Kirche lehrt, dass die aufrichtige Reue eines Sünders und sei es noch in der 11. Stunde die Seele des Reuigen rettet. Der heilige Niphon sah die Seele eines solchen Sünders, der im letzten Augenblick bereute. Er sah, wie sie einen Engel gegen die herandrängenden Dämonen verteidigte und ins Paradies trug. Die Kirche lehrt, dass der Selbstmord eine Todsünde ist. Der heilige Niphon sah die Seele eines Selbstmörders, die vom Teufel in die Hölle hinabgezogen wurde, während sich der Schutzengel dieser Seele bitter weiter entfernte. Dies war die Seele eines Knechtes, der Selbstmord begangen hatte, weil sein Herr erbarmungslos war, er aber nicht bereit, dies bis zum Ende zu erdulden und durch seine Geduld die Rettung zu erlangen. Zum Nachdenken: Lasst uns nachdenken über Gottes Belohnung für den reuigen David. Wie Gott den reuigen David verherrlichte und ihm die Gabe des Heiligen Geistes gewährte, so dass er jenen wunderbaren Psalm, in Klammern den Bußpsalm 50, Klammern 51, verfassen konnte. Wie Gott den reuigen David zum Vorfahren vieler guter Könige und gerechter Propheten machte. Wie Gott ihn zum Vorfahren gemäß dem Fleisch unseres Herrn Jesus Christus selbst machte. Homilie über den Propheten Daniel. Der Stein aber, der das Standbild getroffen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Daniel 2, Vers 35. Leiden, meine Brüder, kann den Charakter eines Menschen schwächen, doch Luxus umso mehr. Daniel, der Mann Gottes, konnte weder durch Leiden noch durch Luxus geschwächt werden. Er blieb derselbe unter beiden Bedingungen und war ein einzigartiger Herold des einen lebendigen Gottes und ein weiser Offenbarer der göttlichen Mysterien. Er lebte in königlichen Luxus und dann in einer Löwengrube. Gott, der Allsehende, belohnte seinen treuen Knecht mit großen prophetischen Gaben, die in Bezug auf Christus den Herrn nutzte, der kommen und den ganzen Götzendienst im Land zerstören werde. Er werde die ganze Welt mit sich selbst erfüllen, wie kein anderer vor ihm, geborener Mensch. Er werde der eine sein, dem Herrschaft, Würde und Königtum gegeben wurden. Alle Völker müssen ihm dienen. Daniel 7, Vers 14. Daniel, der große Prophet Gottes, prophezeite die exakte Zeit der Ankunft des Herrn Jesus in der Welt. Wie müssen wir Christen uns schämen vor diesem Daniel? Wir sehen alle Versprechen in Christus erfüllt, und doch sind wir schwach im Glauben und der Liebe zu ihm. Noch nicht alles war Daniel offenbart, wie es uns, die wir getauft sind, offenbart ist. Doch er wandte sich keinen Augenblick von Gott ab. O Herr, Gott Daniels, stärke uns, gib uns Reue und erbarme dich unser. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.